Gemeinde, hier ist die Sau aus Dessau mal wieder für euch mit einem neuen Tag. Und zwar passend zum Herbst den I Love Autumn Tag. Und zwar werde ich hier ein paar Fragen beantworten, 10 an der Zahl. Und damit ich jetzt nicht ganz so viel Vorgeplänkel habe, lege ich doch gleich mal los. Dein Lieblingslippenpflegeprodukt. Und zwar habe ich den Baby Zartrosa Lippenpflegestift. Was ist deine allerliebste Herbstaktivität? Mit einer Tasse Tee da sitzen und YouTube-Videos gucken. Dein Lieblings-Starbucks-Getränk im Herbst? Ganz normal auch wieder ein Karamell-Latte. Was schönes Warmes an einem regnerischen Tag. Deine Lieblings-Herbst-Kerze? Und zwar kennen doch von euch bestimmt ein paar die Yankee Candles. Ich habe ganz viele Yankee Candles hier zu Hause und davon habe ich wirklich eine Lieblingssorte. Ich mag den Geruch von Regen. Das hier ist noch von meiner ersten Yankee Candle Box zum Testen. November Rain. Und ich war so gespannt, wie das riecht. Und das riecht wirklich nach Regen. Und wirklich nach Herbstregen. Falls ihr nicht wisst, was Yankee Candles sind, ich packe euch den Link zu der Internetseite von Yankee Candles in die Infobox. Welches ist dein Lieblingsaccessoire oder Schal im Herbst? Und zwar habe ich dieses Jahr diesen hier auserkoren. Als mein Lieblingsschal, der ist so schön braun. Und passend zum Herbst mit ein bisschen Orange drin. Ja, Geisterhaus, Geisterbahn oder Geisterlabyrinth. Ich würde die klassische Geisterbahn nehmen oder vielleicht auch das Geisterhaus, ja. Dazu zu empfehlen ist natürlich auch das Berlin Dungeon. Das macht auch sehr Spaß. Mein Lieblings-Halloween-Film. Ganz klassisch. Halloween. Ist zwar ein Kinder-Halloween-Film, aber ich finde den so süß gemacht. Welche Süßigkeit isst du im Herbst bzw. zu Halloween am liebsten? An Halloween? Und zwar die Augen. Die esse ich an Halloween am liebsten. Vielleicht weil es gruselig ist oder so, aber ich weiß nicht warum, aber die esse ich am liebsten. Als was ziehst du dich an Halloween an? Also ich war schon eine Hexe. Ich war schon ein Zombie. Dieses Halloween wird es leider nichts mit verkleiden, was ich ziemlich traurig finde. Eine Sache, die du am Herbst besonders magst. Also so generell bunte Blätter und Kastanien. So, das waren auch schon 10 Fragen zu dem I Love Autumn Tag und ich werde jetzt natürlich wieder taggen. Ich tagge die Elisa von Elisa in Kiwi und ich hoffe, sie macht den Tag auch, weil mich das wirklich interessiert. Die Fragen habe ich von der Darum, jetzt nennt sie sich Nilam. Da steht das auch drunter unter I Love Fall Tag. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Besucht mich auch auf Facebook. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr mich doch abonnieren. Ich habe jetzt mittlerweile die 60 geschafft. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Bis zum nächsten Unterwegs in der Sau. Tschüssi!